Sachen da. Und überhaupt, wieso warst denn du nicht in der Kirche? Was du sonst so fromm bist, dass man kaum nachkommt. Ich zeig wieder zu meinem Bruder, der hält mir ab. Bei mir gelangt's nämlich, und zwar ausgiebig. Oh Gottes Willen, Maria, bitte tu uns das nicht an. Bleib da, denk doch an die Kinder. Wir haben keine Kinder. Eben. Maria, der Hof braucht doch eine Frau. Eine Frau schon, aber kein Volltrottel. Mein Bub ist kein Volltrottel. Eier Matthias nicht, aber ich, du? Da kann man schon eher drüber reden. Was hat er denn schon wieder angestellt? Angestellt? Angestellt nix. Der kann ja gar nichts anstellen. Wann denn? Der ist ja nie da. Oder hab ich ihn vielleicht übersehen? Hat er sich wo verschlafen? Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Ja, wo ist er denn nachher? Der wird halt mit dem Schützenverein versumpft sein oder mit seinen Kegelbrüdern. Na, mit dem Schützenverein versumpft er am Montag. Am Dienstag versumpft er mit den Kegelbrüdern. Am Mittwoch mit dem Alpenverein. Am Donnerstag beim Schaffererstammtisch. Am Freitag beim Milchbauernverband. Und von Samstag auf Sonntag bleibt der Misthammer jetzt neuerdings die ganze Nacht weg. Unser Bruder ist halt vielseitig interessiert. Außerdem, ein Mo braucht da irgendwann einmal auch ein bisschen einen Auslauf. Ach, du nicht. Ein Auslauf? Ein Auslauf hat er. 8 Tage in der Woche. Während ich da herum auf 1400 Höhenmetern jede Nacht ganz allein in meiner Bettstadt lieg. Vereinsam. Verzweifelt. Und verdorr. Und jetzt frage ich dich, wie soll da auch nur ein einziges Kind zustande kommen, ha? Mir war's wurscht, Hauptsache ich wäre endlich Oma. Und Schöninger! Darf's mir gratulieren? Ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Yes! Was für eine Aufnahmeprüfung? Ich bin jetzt vollwertiges Mitglied bei der AOH. Bei der Krankenkasse? Nein, bei der Auffanghilfe für oberbayerische Hardcore-Machos e.V. Ja, was nicht alles gibt. Kampf der zunehmenden Unterdrückung, Unterdrückung, Bevormundung und sexuellen Ausbeutung des Mannes durch das Weib. Mit meiner Begeisterung haben sie gesagt, bring es noch in Vorstandsetagen. Der spinnt doch, oder? Ueli, was machst du denn wieder für Sachen? Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich verstanden, verstehst? Du, Matthias, darfst du mir bitte schon verraten, wie hoch war denn da der Mitgliedsbeitrag? Macht's einmal, wie der stinkt. Ja, das war die Vorspeisenspezialität für neue Mitglieder, der Antischmuser. 15 eingelegte Knoblauchzehen in Weinteig gebacken. Damit kann ein gestandener Bayer ein Vermögen machen. Ja, wie denn das? Wir von der AOH haben ausgerechnet, dass der Durchschnittsbayer bei der Dings, wie heißt das doch, bei der, richtig, bei Liebe, also dass der bei einmal Liebe Kalorien im Gegenwert von 4,80 Euro verbraucht, das macht ein stattliches Einfamilienhaus in 40 Jahren. Bei dir klang jetzt nicht einmal für einen Hühnerstall. Oh, heute ist aber wieder gut drauf, mein Mausi. Und überhaupt, wie schaut's denn da hinaus? Dein Mausi zieht aus. Okay. Ist er schneller gegangen, wie ich gemeint hab. Das ist jetzt nachher die dritte, die dir abhaut. Ja, mein Gott, nein, Mama, man kann's deine Weiber einfach nicht recht machen. Und der Schinitella ist auch kaputt. Und der auch? Warum? Herrgott, schau, Gabi, dass du es selber siehst. Grüß euch. Oh. Grüß dich, Assinger. Da bist du ja endlich. Ich muss weg von da. Auf der Stelle, sonst vergiss ich mich noch. Du meinst nicht, dass du dich doch eventuell wieder mit ihm vertrauen kannst? Ich mein, allzu leicht ist ja mit dir auch nicht gerade. Nix da. Ich zieh wieder zu dir. Wenn er nicht so stinken darf, hätte ihn schon erwürgt. Und dass du vielleicht doch noch mal drüber nachdenkst? Schau, ich würde sich freuen. Ausgeht ist. Wir packen's. Also dann, in Gottes Namen. Du hast es ja selber gesagt, spart er den Gläufe. Gläufe? Dem ist noch nie eine Frau länger als ein halber Jahr blieb. Die Assinger, machen wir halblang. Du hast ja noch nicht einmal einen hinaufgebracht auf deinen vergammelten Hof, obwohl er nicht so hoch liegt wie der unser. Ah, Assinger, hilf deiner Schwester ruhig bei den vielen Sachen, weil die kriegt ja schon einen Burnout, wenn sie einen Kaffeehaferl von der Küche in Stumm druckt.
Maria. Ja? Vergiss fei bitte nicht, dass du das Gartentier ordentlich zumachst, wenn du draus bist. Wir werden das Problem von mehreren Seiten gleichzeitig angehen. Was denn für ein Problem? Ich gebe eine Heiratsanzeige auf. In Herz und Hof, in der Kirchenzeitung und in der Bäckerblume. Es war doch noch schöner, wenn ich für meinen Buben kein Weiberts finde. Was ist los? Vielseitig interessierter Bergbauer sucht verständnisvolle Nadel im Heuhaufen. Mann, lass einfach gut sein. Mir kommt keine Frau mehr ins Haus und heiratet euch schon gleich zwei wenig. Der Hochwirt ja, hat aber der Hochwirt, der Hochwirt, der wird sie leicht. Die Kirche weiß ganz genau, warum sie ihre Priester vor der Ehe schützt. Und außerdem, die Zeiten haben sich geändert. Eine Durchschnittsfamilie besteht heutzutage aus einem Single und einem Labrador. Buh, wir brauchen einen Hoferben! Aber nicht mit mir, not with me, no go. Mama und ich werden keinen mehr zusammenbringen. Glaubt's denn ihr, das tut mir nicht weh? Ha? Zuerst läuft mir Edeltraut davon, dann Dings, die Wilma und jetzt die andere. Maria, ich habe auch eine Seele, eine empfindsame. Ja, jetzt wird's dann wieder losgehen mit dem Gret rund im Dorf. Ja, hast jetzt immer noch keine Matthias? Ja, was tust denn, Matthias? Langsam wird's Zeit, Matthias. Weißt du, was ich da sag, Rosa? Sag. Wenn du nur ein bisschen netter zu mir warst, ich schwör das Weibe, dann müsstet sie unser Bub nicht so vom Heiraten fürchten. Das ist so ein Schmarrn. Ich bin sowieso fertig mit den Weibern. Ein für alle Mal, endgültig und lebenslänglich. Aus, Äpfel, Amen. Meine Kommilitonen von der AOH haben mir nämlich die Augen geöffnet. Denen geht's nämlich auch nicht anders. Bittchen, einmal kannst du es nur probieren. Ein einziges Mal. Ich will mit dieser komplizierten Spezies nichts mehr zu tun haben. Jeden Tag soll man sich kannten, zauberne Fingernägel soll man haben und bei jedem noch so kleiner Kopper eine Chance an schier vor. Und dann wollen sie auch noch, dass man permanent schöne Sachen sagt und Tag und Nacht duftet wie ein Maiglickerstrauß. Aber nicht mit mir, not with me. So tragisch ist es jetzt auch wieder nicht. Die Ehe ist ein Kampf, der mit Ringen beginnt. Ich hab mein Kegelverein, mein Schoferer Stammtisch und jetzt auch noch meine Hardcore-Machos. Mir gelangt meine Woche eh nicht für meine ganzen Hobbys. Mir fällt nichts zu meinem Glück, und zwar rein gar nichts, und jetzt ist es ausgeritten. Glück, Glück? Wer redet denn von Glück? Es geht darum, dass man nicht aussterben, verstehst? Ich hab auch heiraten müssen. Genau wie meine Eltern, meine Großeltern, die Urgroßeltern, zurück bis ins 15. Jahrhundert. Ja, meinst du, wir haben das freiwillig gemacht? Ich hab's auch bloß aus Mitleid genommen. Was hast du? Dir gebe ich gleich ein Mitleid. Ausgeritten ist, sag ich. Du brauchst kein Glück, nur du brauchst eine Frau. Warum soll es dir besser gehen wie mir? Das sehe ich schon. Bei euch zwei muss ich härtere Bandagen aufziehen. Das, was ich jetzt sage, gilt ab sofort bis an mein Lebensende. Ab jetzt keine Weiber mehr. Das schwöre ich bei meinen Kühen, meinen Schafen, meinen Hähnen, alle Bienensteck und bei meinem Guckel Hansi. Servus, grüß euch, braucht man wieder was? Grüß dich. Oh. Ein schönes Fleckviecher, die Mutter kein samten Kaiwe, ein Zuchtstier, Lampen, Schaf, Leghähner, Lipizzaner, nix. Lipizzaner hast du jetzt auch schon? Alles, hab ich sogar die Option auf eine Würgeschlange. Also, wie schaut's aus? Wir brauchen nichts. Wir haben genug Rindviecher. Ja, habt ihr schon gehört? Sind wir wieder solo, ha? Ja, sind wir. Blöd, gell? Da, was ich gesagt hab, geht schon. Vati, komm, die Kühe warten. Schnaps. Oi, Wein. Ich mag einen und du, Mann, ich brauchst einen. Ist wegen einem Buben. Sucht er wieder einen. Ja, ich werde mit dem Pfarrer reden. Mit dem Pfarrer? Wo soll ich dir jetzt bitte schön ein Weiberz hernehmen?
Ein Franz und bei mir hat damals auch die Kirche nachgeholfen. Neun Geschwister waren es bei ihm daheim. Er hat weg müssen, ich hab einen braucht, so war das damals. Ich sag allerweil, Liebe ist der reinste Luxus. Prost! Aber heutzutage, unsere Mädeln, die gehen nass aus dem Tal und die von draußen, die mögen nicht rein. Überall, wo man hinschaut, das gleiche Elend. Sonnengegerbte Bergbauernhöfe hingestellt wie für einen Werbeprospekt. Dabei sind sie alle vom Aussterben bedroht. Weit Weiberfein. Lauter ohrschichtige Bauern, allein unter Kühen. Aber dieses Problem hab ich als Marktlücke erkannt. Als Marktlücke? Nicht verzagen, Lisa fragen. Dann erst verzagen. Jetzt pass einmal auf. Lisa Ramberg, Vermittlungen aller Art, mit Steuernummer. Das ist. Ich vermittle zusätzlich Saisonarbeiter, Mägde, Knechte, Au-pairs. Alles, was irgendwie am Leben ist. Außer Obst und Gemüse. Ehefrauen auch? Grotti, du, in meiner Datei habe ich einen Haufen heiratswillige Damen. Schöne, schirche, gestumperte und gewamperte. Okay. Die Schirchen habe ich gerade im Angebot. 5 Adressen für einen Tausender. Du, das ist weniger wie eine Mutter Kurs am Keile. Und die Schiener, was kosten nachher die? Die Schiener sind kaum zum Dazahlen, außerdem sind sie recht hakel. Das meine ich, macht bei deinem Buben wenig Sinn. So wie ich das sehe, braucht der eine, die was aushalten. Ja, freilich, aushalten muss was keiner. Eine Russin. Eine Russin? Glauben wir's, die sind zach. Gerade erst habe ich eine Hintere vermittelt in die Achenau zum Steigerbauer. Vor 14 Tagen haben sie geheiratet. Ein Paar wie aus dem Heimatfilm. Ja, kennen die Deutsch? Sie kann kein Deutsch und er kann kein Russisch. Die beste Voraussetzung für eine harmonische Beziehung. Na, zdravje. Und ja, was Einheimisches hast du nicht? Was Einheimisches? Jo, da. Sängerin aus der Stadt, Schwabing. Eine studierte, 25 Jahre geschieden, 2 Kinder, mit dem dritten ist schwanger. Mehr hat er sowas? Eher nicht. Was ist mit derer? Eine Retoure, viel zu besser. Aber da, meine ich, da hätte ich was. Ganz was Feins. Palinda aus Bali. Du, den in ihrer Lebensphilosophie ist das Streben nach Harmonie von in der Früh bis auf Nacht. Harmonie bis zum Abwinken. Eine Harmonie? Mei, sowas haben wir da oben schon lange nicht mehr gehabt. Und die Palinda mehrt jede Menge Kinder. Kinder? Der Balinese ist geradezu berühmt für seine abgöttische Liebe zu den Bamsen. Okay. Möcht dein Bub überhaupt Kinder? Das ist mir wurscht, was der macht. Ich möcht Kinder, verstehst? Du? Ja, was war's denn sonst noch von ihrer? Sie hat noch 10 Geschwister, arbeitet mit daheim auf dem elterlichen Bauernhof und zusätzlich jeden Tag noch 2,5 Stunden in der benachbarten Gästepension Anita. Deswegen kann sie auch relativ gut Deutsch. Eine Bauerntochter aus Bali. Ja, das war schon ganz was Besonderes für einen Hof da herum. Mal probieren und kann es ja. Ja gut, du, dann sagst jetzt deinem Buben, er soll einen recht einen romantischen Brief schreiben und eine Fotografie von sich dazu, der eine, wo am Bauch ein bisschen leichter, gell? Ja, mein Bub schreibt im Leben keinen romantischen Brief. Ja, dann muss er halt eine Russin nehmen, da braucht's keinen Brief, da gelangt ein Foto. Ja, wenn's mir nicht bald mit deinen Russen gehst. Dann schlag halt endlich ein. Was darf denn nachher sowas kosten? Schon. So viel? Das Flugticket, der Transfer, die Vermittlungsgebühr, meine persönliche Beratung und Unterstützung während des gesamten Vermittlungsablaufs, Betriebskosten, Steuer. Und schon sind wir beim nächsten Problem. Dann kann ich dir leider nicht helfen. Die Sterbegeldversicherung von meinem Mann auflösen. Kannst du so lange warten? Schon. Aber ob das gelangt? Ja, zur Not löse ich halt meine auch noch auf. Rosa, das ist ein Wort. Schlag ein. Jetzt brisiert's mir aber. Ich hab noch 2 afrikanische Straußen am Hänger, die brauche ich liefern, gell? Vierti.
machst du da? Ach so, du bist das, ich hab schon gemeint, der Burg kommt. Was du da machst, möchte ich wissen. Nix, nix. Ja, wir nix. Gar nix! Wie heißt denn der Saukerl? Wer? An wen schreibst du an solchen Brief? Ans Finanzamt. Finanzamt? Mein Engel. Seit ich dein Bildnis sah, wird mir das schwere Leid, das trübe klar. Und der schwarze Himmel blau. Soll ich dir einen Tee kochen? Du schaust gar nicht gut aus. Deine sandweichen Augen, dein gütiger Blick haben mich bis ins Innerste erschüttert. Und durchgewühlt. Aufgewühlt. Ich stehe kurz vorm Herzinfarkt. Das war jetzt arg ungünstig, weil Sterbeversicherung habe ich nämlich kündigt. Du sagst mir auf der Stelle, wer der Eigentümer ist von den gütigen Augen, von denen samtweichen. Oh, mein Franzl. Wir zwei haben ausgefranzelt. Sind wir so lang verheiratet und du führst die alle meine auf wie so ein eifersüchtiger Sizilianer. Das tut mir richtig gut, glaubst du das? Um Gottes Willen, was ist er denn? Meine Frau betrügt mich nach 45 Ehejahren. Und dann fragt mich diese Nitribit. Was mir ist. Ja, jetzt ein bisschen beruhigt dich gerade wieder. Die Ramberg-Lisa vermittelt unserem Burm ein Madel aus Bali. Palinda heißt's. Aber ohne einen gescheiten Liebesbrief und ohne eine schöne Fotografie können wir den nicht herlocken. So jemand muss man schon was bieten, verstehst? Und derer schreibst du einen Liebesbrief? Ja, unser Bub bestimmt nicht. Wie kannst du mich nur so da schrecken? Dass du jetzt mich alle beinahe so gern hast, nach so langer Zeit. Trotz so langer Zeit. Oder so. Außerdem wird das sowieso nichts mit dem Madel. Der Matthias, der hat abgeschlossen mit der Weiber. Der tut sich das Kreuz nimmer an. Schau her, soll jetzt das mitschicken oder das? Okay. Der Bub, der blockt doch sofort ab. Der lässt sich doch von uns gar einfädeln. Ja, wenn wir's gescheit machen, schon. Gescheit! Ja, wie soll denn das noch gehen? Indem, dass du ab sofort eine akute Blasenschwäche hast. Meine Blase funktioniert geradezu perfekt. Außerdem hast du noch einen Rheumatismus und beginnende Potenzstörungen. Ein bisschen gichtig warst allerweil schon, das können wir jetzt gut brauchen. Was bin ich? Ab heute lassen wir zwei alle vier hängen, legen uns mit einer Wärmflasche aufs Kanapé oder gleich auf ins Bett und lassen uns von unserem Burm bedienen. Du hilfst ihm nicht mehr im Stall und auf dem Feld, ich koch nichts mehr und kümmere mich auch nicht mehr um den Haushalt. Ich leg mir eine saubere Altersschwäche zu und mit dem Kreuz, glaube ich, habe ich es auch schon lange nicht mehr gehabt. Das ziehen wir durch, so lange, bis unser armes Kind völlig überfordert ist. Den machen wir fertig. Und dann? Dann bleibt ihm nichts anderes über, als dass er eine geduldige, sanftmütige Altenpflegerin für uns engagiert. Palinda aus Bali. Genau. Und wenn dieser Engel dann bei der Tür reinkommt, mit ihren gütigen Augen, mit ihren Samtweichen und ihrem ganzen balinesischen Zauber, dann zieht es unserem Burm die Knie weg vor lauter Liebe auf den ersten Blick. Und wenn er dann lichterloh brennt vor lauter Glück und sie auch, dann beicht mir einer den ganzen Schwindel. Mei, Rosa, was hast du denn da wieder ausgedacht? Ich träume halt davon, dass übers Jahr unser erstes Enkelkind im Kerberl drin liegt. Und sie hat drauf vielleicht noch eins. Und dass irgendwann gerade so umeinander wuseln im Haus und auf der Wiesen. Mei, wäre das nicht schön. Mei, Weibe, ich verstehe dich ja. Wenn wir das schaffen, Franz, dann gehst du zu Fuß auf Altötting, den kompletten Rosenkranz-Marathon. Versprichst mir das? Wenn du mitgehst. Wenn's meine Gesundheit zulässt. Sag einmal, was ist mit euch zwei los? Dem Vater geht's nicht gut. Wieso, was feit ihm? Mei, alt wird er. Hey, der Papp doch nicht. Und das Wasser kann er nicht mehr halten. Und Sie, da reden Sie auch nicht mehr so mit Ihren vollen Krampfadern.
Ja, ja, das Altwerden, eine elende Sache. Ich habe keine einzige Krampfader. Die wird schon noch kommen. Außerdem riechst du nach Rheumasalbe. Wo riech ich nach Rheumasalbe? Überall. Und du schmatzt beim Essen. Ich schmatze, du schmatzt. Dafür habe ich keine Blasenschwäche. Ich auch nicht. Kürbiskerl und sein Gurzeln dagegen. Rosa, jetzt glänz! Ja. Schau dein Vater, jetzt siehst du selber, er kann das Wasser nicht halten. Du wirst mir doch am Ende um Gottes Willen nicht deine fromme Schwester zurückbringen wollen. Na ja, brauchen kannst du schon so, wie es bei euch ausschaut. Nur der kleine Geist hält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos. Sonst noch was? Es ist hinten vor der Wärme ausgegangen. Ja, dann geh halt rein, Schupfer, du weißt ja, was ist. Mal schauen, dass die Wäsche trocken wird, bevor es wiederkommt. Ja, vergeht's gut. Sieg's gut. Ach gut. Ich hab gehört, deine Alten geht's nicht gut. Die werden bestens von mir versorgt. Und wer kocht nachher bei euch? Ich koch. Aha, und was nachher? Du wirst sehen. Heute hat's ein bayerisches Pizzapfandl gegeben. Und woher kannst du noch auf einmal kochen? Mein Macho-Club veranstaltet regelmäßig Schulungen in Waschen, Bügeln, Kochen für alle unterdrückten Mannsbrüder, die sich endlich emanzipieren wollen. Also wenn's einmal bei dir so weit war, gell? Du, und wer kümmert sich gesundheitsmäßig um deine Alten? Meine Alten pflege ich mir schon selber. Meinst du nicht, dass die Dame wieder arg überschätzt? Die zwei, die kommen mal topfit ins Grab. Verstehst? Die turnen in die Urnen. Ja, wenn das so ist. Ja, so ist es. In der Truhe liegt die Kraft. Und jetzt wieder schauen. Matthias! Matthias! Ja, was noch? Matthias, magst du das nicht vielleicht. Also doch wieder. Also, wie soll ich sagen? Quasi. Zurücknehmen? Wen? Meine Schwester Maria. Hab ich's mir doch gedacht. Daher war das Liftel. Hat sie dich geschickt? Nein, ich bin freiwillig gekommen. Ja, seitdem die wieder da ist, hab ich keine gute Stunde mehr. Alles weiß besser, alles kann's besser. Einen ganzen Tag hat's ja Schnadern offen und überall red's mir rein. Also sag einmal, wie hast denn du das ausgehalten? Mei, Kegelverein, Schützenverein, Schoferer Stammtisch, Mulchbauernverband. Also lang mag ich das nimmer. Vertragst du einen Knoblauch? Ich vertrag alles, bloß keine besenfremden Weiber. Dann kommst du am besten zu uns in die Gegenbewegung. Die Zuflucht für gepeinigte Männer aus aller Herren Schichten. Ah, oha. Auffanghilfe für oberbayerische Hardcore-Machos e.V. Mehrer sag ich nicht. Jeden Dienstag um 7 Uhr drunt beim alten Wirt. Und das nutzt was? Wenn die Schmerzgrenze hoch genug ist. Hier geht's nicht mehr. Wo bleibt denn meine Wärmflaschen? Und der Pap gehört neue Gewindel drinnen. Ich komm sofort. Und dann Hunger hat er auch. Ja, das ist recht. Auf was hat er einen Appetit? Was möchte er denn? Eine Grießnackersuppe möchte er. Ja, die koch ich ihm. Die Unterhosen gehört vorher auch bügelt, bevor du sie in den Schrank reinräumst. Wird alles bügelt, Mann. Mann, magst du den Bügelfalten auch rein? Muss nicht sein. Obwohl, warum nicht? Sonst noch was? Nein.
Wiedersehen. Vierte. Ah! Oh. Geht's? Ja, tut schon. Aber lieber nicht, das treibt. Medizin! Kann er schon wieder nicht ausgewaschen. Milch wird uns schlecht. Wir sind ein Pflegefall, kapiert es endlich. Mir stört's Herz, wenn ich sieg, wie es da überall ausschaut. Bier ist nicht gut für deine Blasenschwäche. Du, wenn du nicht bald aufhörst mit dieser saublöden Blasenschwäche. Nicht so laut. Ich mach den Zirkus nimmer lang mit. Wir haben aber noch so viel Windeln. Ja, die kannst du gern selber anziehen, wenn das Geld reicht. An mein Hintern jedenfalls kommt mir das Graffe nimmer. Demnächst verlangst du, dass er mir einen Katheter liegen lässt. Wenn's hilft. Nichts hilft, gar nichts hilft. Seit Wochen sind wir jetzt schon pflegebedürftig. Und was macht unser Herr Sohn? Sagt, für uns wird Mutter Teresa. Der ist nicht zum Umbringen. Nicht ums Verrecken. Das sind meine Gene. So wird es nie was mit deinen Enkel, mit deinen chinesischen. Balinesischen. Und am Hoch schaut's aus, dass Gott erbarmen. Ja, da seid ihr. Hab schon her deine Tropfen. Mann, da geh her. Deine Tablette. Ja. Mund auf und obi damit. Obi. Herzeigen. Brav. Da ist ja her, deine Wärmflasche. Und jetzt gleich komm ich mit dem Franzbranntwein und reib euch ein Buckel ein. Nicht schon wieder. Das ist gesund für die Durchblutung. Wie lange möchte ich das jetzt noch durchziehen? Und der freundliche Ton. Ja, nicht zum Aushalten. Kochen tut aber nicht schlecht. Besser wie ich? Raffinierter. Anders halt. So. Anders, aha. Ja, sagen wir mal so, also seitdem der Bub am Herd steht, da hab ich's nicht mehr so mit der Galle. Das kann natürlich kann das Zufall sein. Weißt, seitdem ich so krank bin, bin ich einfach gesünder. Servus, grüß euch, bin ich da richtig im Seniorenheim. Alpenglück. Ja, von Glück kann kein Rät sein. Und? Ist er schon so weit, euer Bub? Liegt er schon am Boden? Nein, immer noch nicht. Altenpflegerin, meine ich, ist sein Traumberuf. Ja, dann meine ich, wird's jetzt allerdings auch kompliziert. Ja, noch komplizierter kann's ja gar nicht mehr werden. Doch, ich meine schon, weil die Palinda hat nämlich Bredelbrot bei mir im Auto drunter. Ja, um Gottes Willen! Sie hat sich unsterblich in die Fotografie von eurem Buben verliebt und ist ganz angetan von seine respektive deine zarten und gefühlvollen Brief. Und sie konnte schon gar nicht mehr erwarten, diesen sanftmütigen, hochromantischen Poeten kennenzulernen. So wie das sieht, hält der Matthias unser Pflegeprogramm aber noch ein paar Wochen durch. Ja, dann heißt es jetzt Gas geben. Ja, wir denn? Wir haben ja schon alle Krankheiten auf und unter. Wir erbarmen uns ja schon selber vor lauter Presthaftigkeit. Ja, da schau ich, da die Halsabschneiderin, bist du einmal wieder da? Schaut ganz so aus. Du Mann, probier mal, ist das süß genug oder geht da noch was ab? Was ist denn das? Ein Holunderblütengelee. Hast du Zitrone auch drin? Freilich, frisch gepresst, Kerntl hab ich alle hinausgefieselt. Und was sagst du? Für mich tut's es schon. Wunderbar. Und deine Grüßnuckel kommen auch gleich, gell? Meter hoch steht das Gras auf die Felder. Mein Kübi flackert, Stern voller Dreck umeinander. Rund um den Hof schaut's aus, als wir bei die Grattler. Und er, was macht er?
Er weckt Holunderblütengelee und kocht Grießnockerl. Also sag mal, geht's eigentlich noch? Und zum Klöppelkurs möchte sie jetzt auch noch anmelden, damit Rosa und ich ein schönes Deckerl aufs Nachkastel kriegen. Geh, Matthias. Nein, Pap, den hab ich leider absagen müssen. Das war mir alles ein bisschen viel geworden. Aber deine Grießnockerl kommen gleich. Und Badetag haben wir heute. Nicht schon wieder. Soll ich dir mal was sagen, ha? Wenn du so weiter tust, dann stirbst du sowieso noch vor deine Alten. Aubezwick, Aubezwick. Es ist besser, wir gehen rein, bevor es richtig losgeht. Es wird nimmer lang dauern und dein Herz-Kreislauf-System lässt aus. Dann flachst am Boden wie eine Kuh nach dem 10. Kaiweh. Zack, bumm, Exitus. Weil ich das vermeiden möchte. Deswegen bin ich da. Oh, du Grundgütige. Druck dich! Ah, Palinda, alles super! Palinda, gleich geht's los. Jetzt gibst mir mal schön den Koffer. Und du tust dich da weiter heraus, ein bisschen umschauen, gell? Ich tu dich dann holen und du tust jetzt ein bisschen schön warten. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum hat Matthias mich nicht abgeholt? Das hab ich dir jetzt schon 5-mal erklärt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch auf Bali ist, aber bei uns in Bayern ist jetzt gerade Erntezeit. Und der Matthias hat das Heu reinbringen müssen, bevor es das Schütten anfängt. Ja, bisschen schön warten jetzt. Kannst doch nicht gleichzeitig für uns da sein und für den Hof. Die Arbeit, die wir früher zu dritt gemacht haben, mit der Maria sogar zu viert, die kann doch einer allein nicht ertragen. Jedenfalls nicht lang. Ja, freilich ist das alles ein bisschen voll, das gebe ich schon zu. Und drum. Sie hätte eventuell jemand für uns eine Aushilfe. Ganz was Liebes. Eine Augenweide. Eigentlich voll schade für da herin. Aus Bali. Die Insel der Götter, das Land des Lächelns, die zarte Seele Asiens. Wenn das kein Omen ist, sie heißt Palinda. Eine Frau? Ja, eher schon. Ja, freilich eine Frau. Die versorgt den Papa und mich oder so und du kümmerst dich endlich wieder um die Bauernarbeit. Soll ich ein Pudel zeigen von ihr? Vielen Dank, aber ich glaube, mich zu erinnern, wie der Weiberts ausschaut. Sie sind zwar menschenähnliche Wesen, aber trotzdem gibt mir keine mehr ins Haus, das habe ich geschworen. Aber so wie es jetzt ist, geht's doch nicht weiter. Du hast doch selber gesagt, dass wir alles tun werden. Da darf doch selbst der Herrgott ein Einsehen haben. Da schau her, das ist. Ja, ich weiß selber, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ihr habt es mir wirklich an den Rand meiner Kapazitäten gebracht. Na also. Und drum habe ich bereits telefonisch für eure Pflege um einen Bufti ersucht. Und der wurde mir auch dank der Beziehungen der AOH bewilligt. Einen was? Was bitte schön ist ein Bufti? Ja, das kommt von Bundesfreiwilligendienst. Unser Bufti ist 18 Jahre alt, hat einen Schnellkurs gemacht in Waschen, Kochen, Füttern, Sterbebegleitung. Heißt Jerome und ist gebucht für mindestens 6 Monate oder je nachdem, wie lange das ist, jetzt war halt noch 8. Einen Jerome? Einen Jerome. Ja, glaubst denn du, ich lass mir von einem Jerome meine Stützstrümpfe hochziehen? Ich schweige auch nur ein einziges Mal mein Buckel einreißen. An meinen Körper lasse ich keinen fremden Mann niemals. Nicht einmal einen Bekannten. Ja, das ist alles, was du kannst. Leg dein Hering, sonst wollt er nix sein. Doch, weil ab jetzt übernehme ich die Friedensverhandlungen. Geh, Matthias, sei so gut. Gib mir mal das Telefon. Also, du willst gar Palinda, wenn ich das recht sieg. Nicht ums Verrecken. Und Mam, wie gehst du herum? Auf gar keinen Fall nicht.
Braucht haben wir aber jemanden, sonst haust du vom Stange. Ja, das weiß ich schon. Gut, dann machen wir jetzt Nägel mit Köpf. Rosa, darfst du eventuell von der Maria einen Buckel waschen lassen und einreimen? Sogar meinen nackerten Hintern. Wir waren noch gleich wieder ihre Telefonnummer. Maria! Niemals! Na, vielleicht vertraut sie euch ja wieder und du hörst endlich auf mit deiner Beziehungsmuffelei. Vielleicht kämt sie ja wieder zusammen. Das Beziehungsmuffel ist die einzig gültige Lebensform eines selbstbestimmten Mannes. 8133. Na, aber euch bloß dies nicht! Alles. Alles. Wirklich. Ehrenwort. Alles bloß. Komm, Maria. Das ist ein Wort. Na, bring ich das jetzt. Was bringst du mir? Die Palinda aus Bali. Ja, ist die vielleicht schon da? So was liebst, was du deiner Lippdorf noch nicht gesehen. Das lernst du jetzt, Jay, das brauchst du gleich für die Begrüßung. Seht's. Und du kannst das Pulver schon mal herrichten. Hinterletzte. Möchtest du dir nicht vielleicht fürs Gott sagen? Lieber Lari Eirik, wo schaut mal aus? Ja, was hast du für Erziehung, du Biffi? Trau dich nur, da reingehen. Schau mal. Herzlich willkommen, liebes Fräulein Palinda. Ich bin seine Mutter. Vielen Dank. Matthias hat mir so viele liebe Sachen über Sie geschrieben. Okay, wo hast du noch? Selamatter Dank. Tademakassi. Er ist der Vater. Also, er ist der Vater von Matthias. Und er hat extra für dich wochenlang Balinesisch gelernt, gell? Sie heißen Franz und das Bier schmeckt Ihnen sehr gut. Ja, das ist in Bayern so Brauch. Hat er sonst noch was geschrieben über mich, der Bub? Nehmen Sie doch Platz, Fräulein Palinda. Nein, Sie sind ja sicher ganz der Lorbelt. Der Leibelt von der Reise. Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Nicht nötig. Aber kann ich bitte gerne Matthias jetzt sehen? Ja, der wird sich halt schnell noch ein bisschen hübsch machen für Sie. Eha! Selamat siam, Matthias. Fati hat Gicht und kann das Wasser nicht mehr halten. Mann, wird es auch nicht mehr lang machen und wenn was war mit denen jetzt vor. Ich bin draußen im Stall. Siehst du, er war ganz hin und weg vor lauter Freude. Er war sozusagen sprachlos. Aber er hat mir doch so schöne Briefe geschrieben. Und Gedichte über die Liebe und die Sehnsucht. Der taucht schon auf. Er hat sich halt geniert, so vor uns alle. Poeten sind scheue, höchst sensible Wesen. Ich weiß das. Ja, und die bayerische Mentalität ist ja sowieso eine der kompliziertesten. Aber er mag mich nicht. Ich hab das schon gespürt. Okay, er ist halt nur ein bisschen geschamig, aber also schüchtern. Verklemmt sozusagen, gerade wenn ihm was gefällt. Und du, Palinda, du hast ihm gefallen sehr sogar. Ich hab genau gesehen, wie es in seine Augen blitzt hat. So, und jetzt zeige ich dir deine Stuben und du packst die Koffer aus. Mei, ich darf doch du sagen, oder? Ich bin die Rosa. Rosa, er hat sich gewünscht, dass ich die Mutter von vielen bayerisch-balinesischen Babys werde. Und wenn jemand sowas schreibt, Palinda, dann meint er das bitter ernst. Er hat mich ja nicht einmal angelächelt. Immerhin hat er Öha gesagt. Und Öha, Palinda, Öha ist in Bayern Ausdruck intensivster Bewunderung. Öha bedeutet ungefähr so viel wie: Hey, Sapralot, du schaust aber gut aus. Ja, sowas ist mir ja meiner Lebtag noch nicht passiert. Ja, mir legst am Arsch. Du, da kann zwei gleich sein, dass ich dich so dermaßen niederschmust, dass das Herrn und Sehn vergeht. Du Wahnsinnsweib, du Wahnsinnigs. Ja, Vertrauensmadel.
Aber Paulinda, bitteschön, versprich mir eins, red ihn um Gottes Willen nicht auf seine vielen romantischen Briefe an. Warum denn nicht? Er schämt sich so für seine poetische, sensible Ader. Das ist beim Bayern genetisch. So, ja, und jetzt packt man deine Koffer aus und dann kochen wir uns was Gutes. Nein, ich trage die Koffer. Matthias hat mir geschrieben, dass sie nicht so gesund sind und dass er, wenn er mehr Zeit hätte, seine Mutter viel mehr verwöhnen würde. Ja, da siehst du mal, was das für ein lieber Bub ist. Hat er über mich auch was geschrieben? Ja. Was denn? Der Vater kann das Wasser nicht halten. Was bedeutet das? Also, ein dummer Witz, das ist ein Scherzerl. Ach, so ein Schmarrn. Aber das wird zart, meine ich. Ja, jedenfalls. Da ist die Rechnung. 2/3 zahlbar sofort, netto Cash auf die Kralle und der Rest, wenn's geschnackelt hat. Das, meine Lisa, wird auch zart. Warum? Weil die Sterbeversicherung noch nicht ausgezahlt hat. Halbe noch nicht. Ja, kommst halt in ein paar Tagen. Pressiert nicht. Sag mal, wie stellst du denn du das vor? Ha? Was meinst denn du, was ich für Auslagen hab? Ha? Du, ich leg mich rum, dass ein Rüppi da noch zu einem Weiberz kommt. Und wenn's dann ums Zahlen gegangen, na, das auf einmal nicht mehr pressieren, oder wie? Oh Gott, das Wunder ist denn er? Das ist Baron aus meiner Heimat. Er vertreibt alle bösen Geister. Wenn ein böser Geist kommt und er sieht Baron an der Tür, dann denkt er sich, öha. Es ist ja schon einer da. Und schon fliegt er weiter. Böse Geister sind ziemlich dumm. Ja, also, hast du das gehört, Lisa? Zupf dich. Spult's euch nicht mit mir. Spult's euch ja nicht. Der kann gar nicht schlafen. Der hat nämlich bereits in aller Herrgottsfrühe die Kühe im Stall gemolken, und zwar alle. Das war ich. So, und jetzt möchte ich wissen, wie das passieren konnte, dass mein alter, armer, kranker Vater in dem zugigen Stall bei meine Kühe umeinander melkt. Ich habe die Kühe gemolken. Du, wie du. Du? Mhm. Ausgemisst da? Ja, das habe ich auf Bali immer gemacht. Wir haben auch Kühe, Bantengrinder sogar. Und Kälber und einen Bullen. Was mischst du dich bitte in meine internen Kuhstallangelegenheiten ein? Also hinein. Ich wollte dir eine Freude machen. Du sollst nicht im Stall draußen bei meine Kühe umeinander melken. Du sollst droben im Schlafzimmer meine alten armen Eltern ins Jenseits begleiten. Haben wir uns da endlich verstanden? Hä? Du endlich kapischi. Ah, weil wir gerade dabei sind, eine Frage am Rande. Was macht er da, oder beziehungsweise wer ist er? Das ist Ganesha, unsere Gottheit. Der Beseitiger aller Hindernisse. By the way, das bisschen frische Obst, das da heraus bei uns geerntet wird, kriegt das jetzt alles er, oder bleibt für mich auch bei dir mal vielleicht ein Zwetschgen übrig? Das machen wir auf Bali, um die Götter gütig zu stimmen und um Beistand zu bitten. Ja, hoffentlich kriegen es keinen Vitaminschock, eure Götter. Du misch dich nicht in meine Religion und ich misch mich nicht in die deine. Matthias. Was nun? Warum bist du so schrecklich zu mir? Schrecklich? Ich bin die Güte in Person. Als du geschrieben hast, deine Briefe. Aber was streitet's denn schon wieder umeinander? Dein schönes Fräulein Paulinda möchte sich bitte nicht einmischen in meine Viecher. Ja, noch trainiert es dann noch mein Gockel Hansi für einen Hahnenkapfer. Weiß ich, wie brutal diesbezüglich Balinesen sein können. Mit unserer scheue, sanftmütige Paulinda. Scheue Paulinda, gestatten, dass ich kurz lache. Nicht bloß, dass sie schon wieder unseren Zwetschgenbaum abgefieselt hat für ihn. Da nicht bloß, dass mir bald der Mond zusammenpappt vor lauter Ingwer und Zitronengras. Nein,
seit kurzem thront auf dem Giebel unseres Stadels neben unseren Hausschutzheiligen eine der größten Sauereien, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was denn nachher? Ein nacktes, geschnitztes Wild, kopulierendes Pärchen. Da schaut selber. Was bedeuten kopulieren? Schade, dass du dich an das nicht mehr erinnern kannst. Da! Jeder, der zu uns auf Besuch kommt, sieht als allererstes diese Sittenlosigkeit. Ja, Madel, was hast du denn dabei gedacht? Das ist ein Blitzableiter aus meiner Heimat. Das wird euer Haus beschützen. Unser Haus beschützen? Ihr habt so eine schöne Breich. Das muss ich dafür schon sagen. Gratuliere. Die Göttinnen des Blitzes sind Jungfrauen. Die werden sofort abgeschreckt. Wenn sie diese Figur sehen, ergreifen sie sofort die Flucht und suchen sich ein anderes Haus, in das sie ungestört einschlagen können. Bam! Weißt was? Die zwei Nackigen, die tust mir wieder runter vom Dach, gell? Was sollen denn die Leute von uns Dinge, wenn sie auf unseren Stadel zugeht wie einen Puff? Und überhaupt, wo bleibt mein Frühstück? Aber ich hab da so schreckliche Angst vor Gewitter. Ja, dann bleiben sie natürlich drum. Ist doch so kreislich sind sie auch wieder nicht. Wer ist denn er? Müsste dir eigentlich bekannt vorkommen. Kollegin von dir, böse Hex. Ein Sehner fordert, dass ich zurückbringe. Vielen Dank. Bitte. Nix, bitte. Wir zwei haben zu reden. Ja, da brauchen wir gar nicht mehr reden, weil es bleibt dabei. Ich nehm die nicht mehr zurück. Es geht nicht um die. Es geht um deine kranken Eltern. Was ist mit denen? Ich bin ein frommer Christmensch. Allerdings. Ich werde mich um sie kümmern. Danke. Kein Bedarf, die werden schon bestens versorgt. Und jetzt Wiedersehen. Hab's schon gehört. Sollst ja neuerdings was ganz was Pflegeleichts bei dir am Hof haben. So, was noch? Etwas aus dem Himalaya, sagt Leid. Ob Himalaya, Timbuktu oder Schneizel reit, scheißegal, Weiber sind Weiber. In der Kirche hat's auch noch nirgends gesehen. Dabei braucht die bestimmt dringend Beichten. Dringend. Die nicht. Die sagt alles ihrem. Und überhaupt, wir müssen ein Geld an Klingelbeutel schmeißen und er ist mit Blärmen und Zwitschgen. Zufrieden ist du nicht unsympathisch, oder? Ist sie das? Ja, das ist sie. Vielen Dank, liebe Palinda. Was ist denn da drin? Chili aus dem Kräutergarten meiner Mutter. Wasser! Da friss ich lieber das Hühnerfutter. Und herzlichen Glückwunsch zu dem Muhaken. Alte Biskorn. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich lass mir doch von dir das Wasser abgeben, du Pfutzheim, du Nötiger! Was ist denn für ein Wasser? Was ist für ein Wasser?
Spitzbach hast, du haben mich oberhalb von meinen Federn aufgestellt, sollst unterhalb alle meine Wiesen vertrocknen. Was hab ich so gespitzt jetzt? Auf deinem Grund und Boden steht ein frisch aufgebauter Staudamm. Das wäre Biber gewesen sein. Biber sind Landschaftsgärtner und Wasserkünstler. Biber! Biber! Bei uns am Berg gibt es keine Biber! Werden schon noch kommen! Du räumst auf, da steht ein Stornerhafer drin vom Bach weg. Sonst lass ich die Polizei kommen. Die sollen die am besten gleich mitnehmen. Und noch was, mein Lieber. Den Schaden, den zahlst du mir. Mit Zins und Zinseszins. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich dir sowas odert, hä? Nur dazu, wo wir doch im gleichen Verein sind. Wir sind doch, das ist doch sowas wie eine Blutsbrüderschaft. Winnetou und Old Shatterhand, verstehst? Ich bin vielleicht der Old Shatterhand, aber du bist kein Winnetou. Du bist ein ganz ausgeschammter, heimtückischer Saukerl, bist du. Was bin ich? Geh noch grad her, du Znichter. Sowas wie dir hab ich so lange nicht mehr geschnupft. Hä? Was? Komm schon. Hä? Was? Aus! Aufhören! Stopp! Ich habe den Bach gestaut. Ich konnte nicht widerstehen. Auf Bali stauen wir jedes noch so kleine Bächlein, um damit Reisfelder anzulegen. Ein Reisfeld. Du wolltest bei uns ein Reisfeld anlegen. Bei uns überall ein Reisfeld. Entschuldigen Sie bitte. Ich bringe das natürlich alles wieder in Ordnung. Es wird nur ein bisschen dauern, bis ich all die Steine, Äste und Zweige... Ich habe es sehr stabil gebaut. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Ja, logisch kann ich das. Und jedes Gott, das ist überhaupt kein Problem. Nicht das Geringste, das war ja noch schöner. Sie sind sehr liebenswürdig. Ja, und wenn Sie wollen, dann helfe ich Ihnen auch beim Abbau. Wann fangen wir noch? Morgen? Morgen. Vielen Dank. Tut's noch weh? Ja, bitte. Moment! Du sag einmal, für was nimm ich dich mit in unseren Macho-Club, wenn du nicht einmal die Grundmauern unserer Statuten kapierst, du Hirni? Das Gesäusel kann sich doch kein Mensch nicht anhören, das ist doch sowas von peinlich, ist das sowas. Ja, ja, und entschuldigen Sie bitte mein Auftreten von zuerst, aber meine Nerven liegen im Moment ziemlich blank. Wissen Sie, in einem von meinen Heistadeln hat nämlich neulich der Blitz eingeschlagen. Obwohl ihm seine Stadel viel höher liegen wie meine, also ich meine. Da kann man schon mal nervös werden, gell? Ja, und weißt du auch, wen du diesen Blitzschlag zu verdanken hast? Hey, weißt du das nicht, aber ich weiß ja, es... Ja, bitte halt! Können wir nicht noch ein bisschen kühlen? Nein, das war nämlich nicht das Gewitter, das war auch die Palinda. Palinda heißen Sie? Ich bin der Herbert. Sie hat nämlich auf unserem Giebedrom eine Konstruktion der besonderen Art angebracht, sodass jeder Blitz, der eigentlich bei uns einschlagen müsste, Zuflucht beim Nachbarn sucht und dort sein Unheil anrichtet. Also, morgen dann um 10 drunter am Staudamm. Herrgott, schau, Gobi, dass du selber siehst. Nachher du schon wieder. Mein Geld möchte und zwar jetzt sofort auf der Stelle. Lisa, ich bin eine arme, alte, kranke Frau. Ich muss mich schonen. Kommst halt ein andermal, Pfirti. An was hab ich getroffen? Unseren Briefträger. An was? So, wie geht's ihm denn? Viel zum Schleppen hat er, sagt er. Sagt er? Ja. Zum Beispiel da zu euch rauf. Ein Einschreiber mit einem dicken Scheck drin. Von einer Versicherung. Um genau zu sein, von einer Sterbegeldversicherung. Und zwar schon vor Wochen. Ja, wenn's der Wastl sagt, wird's schon so sein. Da frag ich mich dann schon, warum ich mich allerweil anlegen lassen muss, wenn der Scheck doch schon so lang da ist. Weil der Vermittlung, Lisa, die hat doch hinten und vorne nicht funktioniert. Da geht doch rein gar nichts, geht der zusammen mit den zwei.
Im Gegenteil. Nicht nur, dass er sie dick hat, nein, jetzt mag sie auch nichts mehr von ihm wissen. Jetzt haut er ihm schon zum Frühstück ein Pfund Chili in seinen Kaffee, dass er den ganzen Tag keine Luft mehr kriegt. Hier liegt eindeutig eine Reklamation vor, wenn nicht gar eine Körperverletzung. Also ich bin ja wirklich ein herzensguter, hochanständiger Mensch, Rosa. Aber wenn mir einer blöd kommt, Rosa, dann wär ich zum Viech. Glaubst du mir das? Aufs Wort. Aber von Menschenzusammenführung, Lisa, hast du, wie man sieht, nämlich weiß überhaupt keine Ahnung. Für die, meine ich, was besser, du bleibst bei deinen Würgeschlangen. Also mir sind ja in meinem Leben wirklich schon viel gern Ofen- und Holzabschneider untergekommen, gell? Aber du, Rosa, du schlagst wirklich alle Rekorde. Gratulation. 10 Kinder waren es bei uns daheim, 10er Stück. Aber die zwei, die denken ja nicht im Geringsten an eine Fortsetzung dieser jahrhundertealten, schönen Tradition. Ich muss ins Bett. Ich darf mich nicht aufregen wegen meinem sensiblen Nervensystem. Rosa, ich krieg mein Geld schon. So oder so. Das verspreche ich dir. Ich finde eure eine Lösung. Und wenn ich euch bis in die letzte Instanz verklagen muss, hasst mich! Da sagst du, du warst ein anständiger Mensch. Da darf ich an deiner Stelle mal ausführlich drüber nachdenken. Dringend! Bah! Also soll ja jeder leben, wie er mag. Aber dass wir jetzt überall deine Götter im Visier haben, ist mein lieber Brautfeind schon beißen. In der Stummhering, im Gartentrass, am Giebedrom. Und seit neuestem schaut mir einer von deinen Herrschaften sogar im Stall beim Kirmeicher zu. Dafür hängen bei euch überall Engel mit nackigem Popo. Eure Heiligen sind mit Pfeilen durchbohrt. Und den armen, wehrlosen Mann da habt ihr sogar an ein Kreuz genagelt. Und dann bittet ihr noch um Hilfe. Da hast jetzt du wieder recht. Dann hängt die Äpfel um in Tannenbäume und malt Hühnereier bunt an. Ja, jetzt reg dich nicht so auf. So weit sind dein Ganesha und mein Jesus nicht auseinander. Wie? Beide waren, wenn ich richtig informiert bin, Single, wie alle Wohltäter der Menschheit. Gibt's denn heute zum Essen? Wieder was mit Chili? Ich koche heute nicht. Ich esse auswärts. Deine Eltern wissen Bescheid. Wo auswärts? Wieso auswärts? Ich habe den Herbert zum Essen eingeladen. Was denn für ein Herbert? Den Assinger Herbert. Was hast du? Er holt mich ab. Wir gehen auf eine Alm und dort essen wir Krassspotzen. Krassspotzen? Jawohl, mit gemischtem Salat. Ja, dann wünsche ich gesegneten Appetit und beste Unterhaltung. Danke. Der Assinger, der Gläsen. Lieber Herr im Himmel, warum kommen die nicht einmal am Sonntag in Ruhe seine Zeitung durchbladeln? Dauert nicht lang, wir werden es gleich haben. Was ist das? Ein Festkostenangebot. Für was? Für einen neuen Heuschober. In unseren hat nämlich bekanntlicherweise der Blitz eingeschlagen, der ist hier. Ja, und was hab ich damit zu tun? Na, du vielleicht nix, aber dein neuer Spatzel. Mein was? Na, sieh da, deine Meiling und ihr nackerter Blitzableiter, wegen dem sich der ganze Landkreis schon aufregt und zwecks dem es bei uns im Heustadl eingeschlagen hat und nicht in deinem. In deinem Etablissement. Also da glaubst du aber nicht wirklich, dass die zwei zugegebenermaßen höchst aktiven Nackerten auf mein Dorf. Einer Frau, die Dämonen bändigt, Gebirgsbech staut
statt dem Herrgottswinkel einen heidnischen Hausaltar einricht und rund um den Hof Zwetschgen ausstrahlt. So einer ist alles zum Zutrauen. Ach, komm! Im ganzen Landkreis zerreißen sie sich aus Mai über die und deinen Saupreis, deinen japanischen. Also, ich beruhige dich ja nur äußerst ungern, meine liebe Maria, aber über Sitte und Moral musst du daherin keine Sorgen machen, weil die Palinda ist nämlich, Gott bewahre nicht meine neue Freundin, sondern die habe ich einzig und allein für die Pflege meiner alten, armen, kranken Eltern einfliegen lassen und für nichts anderes. Und jetzt Wiedersehen! Bei mir waren deine Eltern nie krank. Weil sie sich nicht traut haben. Jetzt denk doch ein einziges Mal in deinem Leben logisch, Maria. Meinst du wirklich, ich bin so blöd und hol's mir ein neues Weiberts auf, nachdem ich drei Kreuzer geschlagen hab, wie du endlich draus warst? So. Drei Kreuzer hast du also geschlagen. Das ist nicht wahr! Das weiß ich schon selber, da brauche ich einen nicht dazu. Vielleicht waren's ja vier, ich möchte mich jetzt da nicht so genau festlegen. Warum sagst du ja nicht die Wahrheit, Matthias? Was denn für eine Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Dass du mir lange, sehnsüchtige, romantische Liebesbriefe nach Bali geschrieben hast, damit ich zu dir komme. Was hab ich? Er wollte mit mir zusammen eine Familie gründen. Er hat mir geschrieben, dass er mit mir zusammen viele, sehr, sehr viele Kinder haben will. Und dass er für immer und ewig mein lieber kleiner Teddybär sein will. Ein lieber kleiner Teddybär? Er? In diesem und in allen zukünftigen Leben. Nein, das habe ich nicht geschrieben oder gesagt. Nicht einmal gedacht habe ich das. Das Wort Teddybär kommt in meinem Sprachschatz überhaupt gar nicht vor. Das ist doch nur Wunschdenken, ist das nichts anderes. Seit ich dein Bildnis sah, wird mir das Schwere leicht, das Trübe klar und das Schwarze himmelblau. Wie bitte? Oh mein, wenn du das zu mir gesagt hättest. Nur ein einziges Mal. Solche Wörter nehme ich nicht in den Mund. Das widerstößt gegen alle meine Grundsätze und Statuten. Deine sanften, weichen Augen und dein gütiger Blick haben mich bis ins Innerste aufgewühlt und erschüttert. So was ist ja bei mir nie über die Lippen gekommen. Nee. Nicht einmal in der Blüte unserer Liebe. Das ist nicht meine Schrift. So. Das ist also nicht deine Schrift? Und das? Das ist dann auch nicht dein Bild? Doch, schon. Also das Bild, das bin eindeutig ich. Aber der Brief, das ist ja nicht von mir. Das ist die Schrift von meiner Mann! Mann ist Gott, samt dem Nachthimmel ist die Gott am Balkon abgekupft. Was? Mann über Balkon? Ja. Wenn ich mich nicht täusche, dann flüchtet die Gott mit unserem neuen Bulldog ins Kind. Was tut die? Magst eher beflammert? Oder vielleicht ganz was anderes? Brauchst du es bloß sagen? Was siehst, könnte dir natürlich auch kochen. Dampfnudeln mit Vanillesauce, Kartoffelpuffer mit Apfelmus, Scheiterhaufen mit Zwischenkompott. Scheiterhaufen war eher was für dich. Wenigstens redst du wieder mit mir. Im Stall ist alles fertig. Ah, und das ganz ohne Windeln. Respekt. Sag einmal, wie könnt ihr mich bloß so ulieren und so blamieren? Blamieren? Wieso blamieren? Von fernen Sternen komm ich her, dein lieber kleiner Teddybär. Mach dich fröhlich, bring dir Glück, gib dich niemals mehr zurück. Poesie der Verzweiflung. Mein Macho-Club, wenn irgendwas von den Briefen erfahrt, 0, nix, bin ich weg aus der Vorstandsetage. Mein Bub, das musst du verstehen. Die Palinda,
Die hat so schöne Liebesbriefe hergeschrieben an die. Ja, da schaukelt sie so eine Romantik bald einmal in die. Wir haben uns schon entschuldigt bei ihr. Aber sie redet ja nichts mehr mit uns. Zu mir hat sie auch schon lange nichts mehr gesagt. Ja. Ich koche mir jetzt meinen Kamillentee. Was hat denn sie über mich geschrieben in ihrem Brief? Wer? Ja, wer? Palinda. Ja, so was Ähnliches, als wir, dass du der Mann ihrer Träume bist. Ich? Ja, und dass deine Augen voller Güte sind, voller Wärme und Humor. Okay. Was noch? Weiß ich nicht mehr, lies selber. Ja, wo ist er? Wer? Wer, der Brief? Den hab ich so gut versteckt, dass ich ihn selber nicht mehr finde. In der Kommode. Güte, Wärme und Humor. Sachen gibt's. Rosa! Der Bub, unser Bub, der warnt. Okay, sowas kann der doch gar nicht. Komm, da bitte, warnen tut er. Ich hab ihm noch nie warnen sehen. Nicht einmal als Kind, wenn mir die Hand ausgerutscht ist. Habt ihr gewusst, dass ich eine vertrauensvolle Ausstrahlung hab? Oder dass man in meinen starken Armen Frieden und Geborgenheit finden kann? Habt ihr das gewusst? Nein, was soll ich jetzt da sagen? Und du, Bab, hast du das auch nicht gewusst? Vielleicht eher nicht so direkt. Aber die Palinda, die hat das gewusst. Okay. Da steht, dass ich das Größte bin in ihrer kleinen Welt. Und dass ich ihr Adonis bin. Wie der Schicklinge sein Adonis. Habt ihr das gewusst? Hast du das gewusst? Ich habe es geahnt. Tief in meinem Innersten habe ich all das, was die Palinda da so Wunderbares über mich schreibt, geahnt. Und jetzt, wo es da steht, spüre ich all diese Eigenschaften plötzlich selber. Welche? Meine Güte, meine Liebe und mein Humor. Bitte schön, Bruder, jetzt beruhig dich gerade wieder, das sind doch alles bloß Briefe. Eine Reaktion auf das romantische Gewinsel, was die Mama hier hingeschrieben hat, damit sie das Herder lockt. Nein, die sind Reaktionen auf meine Fotografie, auf mein Bildnis. Und auf diesem Bildnis ist nicht Mama drauf mit ihrem grantigen Schau. Sondern ich mit meinen gütigen Augen voll Liebe und Wärme. Noch nie in meinem Leben hat ein Mensch geschweige denn eine Frau so verschieden zu mir gesagt, noch nie. Komm, jetzt trinkst einen Schluck, dann geht's dir gleich besser. Na, Bab. Flaschenbier und Adonis, es geht bei bestem Willen nicht mehr zusammen. Jetzt trat er uns durch. Wenn er ein Adonis ist, dann bin ich Aphrodite. Und ich brauch jetzt auf jeden Fall einen Kamillentee, dringend. Servus, grüß euch, wunderbar, sind ja alle beieinander, dann können wir gleich Nägel mit Köpfen machen. Geld kriegst du von uns auf jeden Fall keinen Pfennig, dass das schon mal ausgerichtet ist. Halt dein Gerstl, es ist eh schon alles gezahlt. Was, da weiß ich ja gar nichts davon. Der Assinger hat mir sämtliche Spesen und Auslagen ersetzt samt dem Schmusalon, weil er sich nämlich Bredelbräut in eine Palinda verliebt hat. Jawohl. Sein Herz brennt leuchterloh und er kommt bei Tag und Nacht an nichts anderes mehr denken, als wir an diese wunderbare Frau. Jawohl, ja. Wo ist denn? Wer? Das Fräulein Palinda. Packt sie am zusammen und nimmt's gleich mit. Der ist nicht da! Wer nimmt da was mit und wessen Herz brennt da bitte leuchterloh? Ja, meins. Gott, es sei, dass die letzte Weichen, die du von mir gekriegt hast, schon ein bisschen arglang her ist, hä?
Keine Ahnung, seitdem ich die Perlinda kenne, habe ich jegliches Zeitgefühl verloren. Ja, dann schauen wir halt, dass wir es wieder finden, dein Zeitgefühl. Hä? 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 Grüß dich, Perlinda. Du Spatzl, es ist folgendes. Heiraten tue ich dich auf den Schlag und Kinder mache ich da jedes Jahr locker eins. Und seit ein paar Tagen beschäftige ich mich auch schon mit dem Reisanbau. Das Bachel ist schon wieder aufgestaut. Und das sind die Preisplaketten von seiner Bergschaft, die Milchgütesiegel von seiner Kirche, der Grundbuchauszug, die Unterlagen vom Steuerberater, das Ehefähigkeitszeichnis und sein Schwimmabzeichen Seepferdchen. Und wisst ihr auch, was das ist? Ha, wisst ihr das? Nicht? Ha, das ist nämlich euer Fluchtweg. Und wenn ihr zwei mitsamt eure Plaketten nicht in 3 Sekunden da draußen seid, vergesse ich meine Güte und Wärme und Pumpe für eure weitere Gesundheit nicht mehr garantieren. Hast mich! Oh mei, hier soll ich. Ha! Du hast schon 10 schwere Zuchtbullen im Fluchtschrank. Ich fürchte mit meiner Lebtag vor gar nichts mehr, gell? Geh weiter, deren du packst nicht zusammen, wir zwingen Heisel weiter. Pauline, da. Weil, gleich. Unsere Kühe haben nämlich auch Gütesiegel. Und der Berghaas für unsere Schafel wird weltweit vermarktet. Und unsere Hähner legen grüne Eier. Und das Hai ist das würzigste auf dem ganzen Berg. Aber er heiratet's. Ja, da. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Depp! Lieber Herbert, ich danke dir von ganzem Herzen für dein liebenswürdiges Angebot. Gern geschehen. Aber ich fliege zurück in meine Heimat. Genau. Was? Was? Hier kann ich auf keinen Fall bleiben. Ich habe Heimweh. Nach meinen Eltern, nach meinen Geschwistern, nach Bali. Nach den Menschen, die mich lieben. Das geht jetzt nichts mehr. Der neue Vertrag ist schon unterschrieben. Außerdem ist deine Probezeit auch noch nicht zu Ende, gell? Perlinda, bitte schon bleib da. Wenn du willst, lass ich deine Familie für ein paar Wochen einfliegen. Und zwecks Geschwister hätte ich auch jede Menge. Maria hast du ja schon kennengelernt. Glaub mir, die Maria wird sich auch nicht freuen. Dann schmeiß ich's raus, da kenn ich nix. Wer ich nicht leiden kann, schmeiß ich ihn aus. Ja, dann war das jetzt auch geklärt. Holst jetzt endlich deine Koffer. Ja, sag einmal, merkst denn du nicht, dass die am gar nichts will? Das Mädel wäre zu blöd sein und sie so einen Rippe auftun. So viele Plaketten können seine Milchkühe gar nicht haben. Der dazu vom Regen und der Umgehung der Traufe direkt in die Scheiße hineinlatschen. Dann kommt halt gleich da bleiben. Ausgeritt ist raus. Gehen wir. Schleicht euch! Ihr wollt's doch nicht, dass ich das arme Mädel regresspflichtig mache, oder? Deine Regressansprüche, die zahle ich auf der linken Arschbacke ab. Genau. Gut. Dann polz euch doch euren Samsara-Scheißer. Assinger, wir gingen. Das eine sag ich dir. Russinnen, das ist die Zukunft. Der Wasserhahn tropft, du wolltest ihn doch reparieren. Oder er ist ein Ming. Er ist ein sehr liebenswürdiger Mensch. Liebenswürdig, er. Auf jeden Fall war er liebenswürdiger zu mir als du. Ausgeschlossen. Er hat mir ein Gedicht geschrieben. Ein Mann. Perlinda, merk dir das bitte für dein weiteres Leben. Ein richtiger Mann schreibt keine Gedichte. Und er hat auf seiner Zither gespielt und mir etwas vorgesungen. Ja, soll ich dann zurückholen, deinen Almdudler, wenn du auf ihm stehst? Perlinda! Nur rein informativ, also nichts Wichtiges. Es ist bloß, fliegst du wirklich wieder zurück auf dein Bali? Erding Moos, Frankfurt, Bali, Tanjung Benoa. Ist das dein Ernst? Oh ja! Ja, aber das geht doch nicht. Ich bin doch dein Adonis. Was bist du? Ja, dein Adonis, weißt schon. Das bist du nicht. Das warst du ja gar nicht. Und das wirst du auch nicht mehr sein. Nie mehr.
Ja, und was ist mit meinen starken Armen und mit meinem Humor? Du hast ja gar keinen Humor. Du bist ein aufgeblasener Gockel, das bist du. Ja, aber in deiner Heimat werden solche stolzen und stattlichen Hähne sehr verehrt. Bis sie im Kochtopf landen. Und irgendwann landen sie im Kochtopf alle. Moment. Was ist mit meinen samtweichen Augen? Was ist mit denen? Auch nix? Oh! Vergiss halt deine zwei Nackerten nicht! Nicht, dass der dann im Erdinger Mosel der Blitz einschlagt! Ist es jetzt wirklich dein Ernst, dass du von uns weg willst? Mhm. Und wenn wir die adoptieren? Adoptieren? Ihr, mich? Du bist uns in der kurzen Zeit so ans Herz gewachsen. Wir möchten halt gern, dass du bei uns bleibst. Und irgendwann werden wir ja vielleicht wirklich alt und gebrechlich, der Franz und ich. Und mit unserer Pflege, mein, du darfst dir ja soweit schon ganz gut auskennen. Rosa, wie? Ich will doch selber eine Familie gründen. Ich will Kinder. Einen Mann, der mich liebt und den ich liebe. Ich kann nicht bei euch bleiben. Schade. Es war heute schön gewesen, weil wir dich schon so gern haben. Ich hab dich auch gern, Rosa. Ist man nimmer bös. Bös. Allmählich mache ich mir wirklich Sorgen um unseren Buben. Wieso? Auf unserem Misthafen steht er drum und vergrabt einen Reisekoffer. Was? Die Taschen auch? Nein, Taschen nicht. Die hat in der Odelgrund versinkt. Grüß dich Gott, Ganesha. Ich hab mir halt gedacht, vielleicht, dass du mal was anderes magst, als wir bloß ein bisschen zwitschgen. Die sind für Bio. Ja, und wenn's gang, wär's halt schön, wenn's mir ein bisschen helfen tätst. Weißt schon, in besagter Angelegenheit. Dass halt nur ein bisschen da bleibt. Also, die Palinda auf dem Hof bei mir. Mit deinem Kollegen hab ich auch schon geredet. Und mit seiner Mutter. Einer von euch drei. Muss, also, wenn ich bitten darf, muss mir helfen. Also, wie machen wir die? Also, für die Gott Ganesha. Sag einmal, bist du alle noch nicht im Stall draus? Pap, schick bitte nach dem Pfarrer Rutzmoser. Der soll seinen Taschenaltar zusammenbacken. Ich glaube, es ist Zeit für meine letzte Ölung. Was ist jetzt wieder los? 200 zu 120, das ist los. Was der Fieber? Aha. Wie schaut's aus mit Schweißausbrüchen? Herzstolpern? Ausschlag?
Keinen Hunger? Sauber. Wie bei mir damals. Was denn? Was Schlimmes, gell? Verliebt bist. Was? Verliebt? Das war ja der Super-GAU. Da wäre man gleich so krank davon. Logisch. Wenn ich ihn nicht erlöst hätte, war er mir eingegangen. Verlinda! Der Wasserhahn tropft, du wolltest ihn doch reparieren. Paulinder, stell dir vor, es ist was Schreckliches passiert. Es kann nämlich durchaus sein, dass ich verliebt war. Echt? Ja, und nur dazu in dich, das tut der Wahnsinn, oder? Zuerst hab ich gemeint, das war ein grippaler Infekt oder Mal- und Clown-Seuche oder sowas. Nein, verliebt bin ich, sagt der Papa. Was sagst du denn da dazu? Gibt's in diesem Haus vielleicht eine Reisetasche oder einen Koffer, der nicht im Misthaufen eingegraben ist? Sag einmal, kann das sein, dass du nicht im geringsten begriffen hast, was da unglaublich Aufregendes mit mir passiert ist, hä? Ich glaube, ich weiß ganz genau, was mit dir passiert ist. Ja. Weil sich ein anderer Mann für mich interessiert, interessierst du dich jetzt plötzlich auch für mich. Und seit du weißt, dass ich zurückfliege nach Bali, ist dein Interesse sogar noch gestiegen. Es geht gar nicht um mich, Matthias. Stimmt's? Es geht um deine Macho-Ehre. Ein plötzlich erwachten Kampfgeist. Kampfgeist, Schmarrn. Meine Liebe ist erwacht, Paulinda, meine Liebe. Altes asiatisches Sprichwort. Bad timing. Paulinda, also ich trau's mir jetzt fast gar nicht sagen, aber ich hätte da für dich ein Gedicht gedichtet. Magst du das hören? Auf keinen Fall. Also, pass auf. In der Früh kann ich nichts essen, weil ich an dich denk. Mittags kann ich nichts essen, weil ich an dich denk. Abends kann ich nichts essen, weil ich an dich denk. Und nachts kann ich nicht schlafen, weil ich Hunger hab. Dann mach dir halt ein paar Spiegeleier. Ja, geht nicht. Eier sind gerade aus, hab ich verschenkt. Na dann? Na dann. Koffer ist unter der Treppe. Hast du den etwa wieder ausgegraben? Aber ich kann doch nicht mit einem stinkenden Koffer. Ich leih dir meinen. Ach so. Dankeschön. Der ist aber schwer. Ja, ist ja auch schon was drin. Aber meine, ich fahre nämlich mit. Mit mir? Nach Bali? Schon. Warum? Ja, Paulinda, magst du jetzt wirklich wissen, oder? Ja. Ja, okay. Es ist ja so, Paulinda, ich möchte nämlich bloß einmal in meinem Leben heiraten. Und du, Paulinda, weißt jetzt eventuell die Frau, mit der ich mir das am Ende vielleicht sogar vorstellen kann. Und muss ich natürlich mit deinen Eltern reden. Du willst mich also heiraten? Ja, wahrscheinlich schon. Also, logisch. Ja, glaubst du nicht, dass du so etwas erstmal mit mir besprechen solltest? Dass du mich da erstmal fragen könntest? Dich? Mich? Niemals. Weil du Feigling bist. Alle Machos sind Feiglinge. Feigling? Jetzt wird's aber hinterher, wir fahren. Weil, was ist denn zum Beispiel, was war denn zum Beispiel, genau, was war denn zum Beispiel, wenn du Nein sagen darfst? Ja, genau, was wären dann? Genau, das sage ich dir nämlich jetzt. Fahre ich trotzdem mit.
Weil für mich ein Leben ohne dich darin keinen Sinn macht. Und wenn ich dann sterben soll vor lauter Liebeskummer, na, wenigstens in deiner Nähe. Was reißt denn jetzt schon wieder? Unwichtig. Nur mein Flugticket. Immer noch keinen Appetit? Ja, also ehrlich gesagt könnte ich mir jetzt gerade im Augenblick was Schöneres vorstellen, als wir essen. Herrgott, schaut obi. Ach, wisst ihr was? Schaut's alle obi, dass ihr selber seht. Moment! Jetzt! Wenn ich das richtig teilt, geht's jetzt endlich doch weiter mit unserer Dynastie. Irgendwann muss der doch noch Luft schnappen. Muss er nicht, weil das ist bei euch genetisch.